Dann kommen wir zum zweiten Teil. Ich habe den genannt Hyper-V-Lieblingsfehler. Also wurde angekündigt als, was wir so aus aktuellen Projekten gelernt haben. Das ist schon auch richtig. Aber ich habe mir heute mal einfach so ein paar ausgewählte Probleme und Fehlerquellen herausgesucht, die mir so in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind. Einige davon häufiger, einige eher so, das trifft man nicht alle Tage an, aber ist vielleicht ganz interessant, mal drüber zu sprechen. Da würde ich ganz gern mal einen kleinen Überblick drüber geben. So, wer mich kennt, weiß, dass ich gerne erstmal jemand anders vorstelle und das ist Ellen Bogen. Ellen Bogen ist IT-Leiterin in einem typischen mittelständischen Unternehmen. Die hatte ja im letzten Herbst, ich weiß nicht, vielleicht hat da jemand meinen Vortrag auf der ZIN gesehen in Lingen, die hat ja den Job gewechselt. Die ist nicht mehr bei der Hallmarkenreuter GmbH, sondern die ist jetzt bei der Firma Witter & Doglaced. Das ist eine Firma, die ist im Containerbereich unterwegs, hauptsächlich in Großbritannien sind die sehr aktiv. Da haben die ganz viele solche Container auf der Straße stehen, die wollen hier auch Fuß fassen. Ist also, da geht es gar nicht so sehr darum, was machen die, sondern es geht eigentlich eher darum, es ist ein typisches mittelständisches Unternehmen. Und das ist ja immer das Schöne, ich sage immer, Mittelstand ist ja in Deutschland alles zwischen 20 und 12.000 Arbeitsplätzen. Damit eine sehr trennscharfe Kategorie und jeder findet sich eigentlich darin wieder. Jeder weiß, was die so für Herausforderungen, Nöte und Probleme haben, so auch sie. Sie hat so ihr typisches heterogenes Netzwerk, das ist auch alles gar nicht das Problem, sondern das Problem fängt auch heute wieder an, wenn es an der Tür klopft und da ist dann ihr Kollege, der Johannes Behre, der heute kommt und der ist der Meinung, Hyper-V spinnt. Ich kenne viele Kunden, die würden mir da sofort zustimmen oder ihm da sofort zustimmen. Wir sind ja wahrscheinlich eher weniger der Meinung und denken uns wie Frau Bogen, nee, sollte eigentlich so nicht. Was ist denn da im Busch? Und da gucken wir jetzt mal drauf. So, dann will ich aber vorher noch kurz erzählen, warum ich hier stehe und auf euch einrede. Ich bin Nils Kaczynski, bin 44 Jahre alt, komme aus Hannover, habe dort das Glück und das Vergnügen, mit drei Frauen zusammenzuleben, ist aber alles ganz bürgerlich. Mit einer davon bin ich nämlich tatsächlich verheiratet und die anderen beiden sind unsere Töchter. Beruflich leite ich das Microsoft Consulting bei einem typischen mittelständischen Unternehmen, nämlich bei der Firma Michael Wessel in Hannover. Wir sind ein Systemhaus. Da bin ich hauptsächlich, ja, logischerweise mit der Microsoft-Welt unterwegs. Alles, wo irgendwie Infrastruktur drin ist und Microsoft draufsteht, das ist das, wo wir uns wohl mitfühlen. Also angefangen natürlich bei den typischen Diensten Active Directory, Exchange, SQL Server, bis hin zur Virtualisierung und den damit zusammenhängenden strategischen Themen. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Fachautor, da bin ich bei der X beim Heise Verlag aktiv, beim IT-Administrator. Ich habe mit drei anderen MVPs zusammen das Hyper-V-Buch bei ehemals Galileo, jetzt Rheinwerk, geschrieben. Es ist eins der wenigen Bücher in dem Verlag, wo wirklich alle Autoren MVPs sind, jetzt seit wenigen Wochen, seit dem 1. April, genau. Der Jan Kappen, der Mitarbeiter von Carsten, ist ja seit kurzem auch MVP. Also wir sind da zu viert, haben das Buch geschrieben und vielleicht kennt der ein oder andere auch das Blog, das ich zusammen mit mittlerweile über 90 Autorinnen und Autoren und seit über 10 Jahren betreibe, facomatic.net. Wer nicht das kennt, der soll, kann gerne nach meinem Vortrag sich da gerne mal mit beschäftigen. So, aber da geht es gar nicht drum. Zunächst einmal vielleicht noch ein ganz kurzer, weil ich die letzten Male immer ein kurzes Community-Update gegeben habe, wollte ich das heute auch tun. Ein Community-Update betrifft die Veranstaltung, die ich gerade schon erwähnt habe, die ZIM in Lingen. Vielleicht bekannt auch aus den letzten 10 Jahren, die EIS in Lingen hat sich letztes Jahr umbenannt in ZIM, wird dieses Jahr wieder stattfinden und zwar am 19. September. In Lingen im Emsland ist eine für Teilnehmer kostenlose Konferenz, einen ganzen Tag, einen ganzen Samstag, wirklich von morgens bis abends vollgefüllt mit Vorträgen, technisch sehr, sehr tiefgehend, sind in der Regel 25 bis 30 Vorträge, sehr gut, sehr zu empfehlen. Wer dort gerne mal auftreten möchte, momentan läuft noch der Call for Participation, also man kann noch eigene Vorschläge dort einbringen. Wer vielleicht mit Ausbildung zu tun hat, es wird sehr wahrscheinlich dieses Jahr wieder einen Call for Youngsters geben. Den hat es im letzten Jahr schon gegeben. Da sind insbesondere ja Newcomer, Youngster aufgerufen, Vorträge einzureichen, die dann quasi gecoacht werden. Also da wird dann so ein Team von Coaches dann mit den Youngsters zusammen die Vorträge entwickeln, sodass man dann eine Möglichkeit hat, das dann auch sehr gut vor so einem sehr interessierten, sehr großen Publikum dann vorzutragen. So, zweites Community-Update. Na komm,
Achso, da ist nochmal die IP-Adresse, hätte ich jetzt fast gesagt, ganz nicht, aber die Webadresse. So, zweites Community-Update. Seit gestern, glaube ich, gibt es eine große Umfrage von der Microsoft Hyper-V Product Group. Microsoft Hyper-V Survey, hier nochmal auch kurz ein möglicher URL eingeblendet, um da drauf zu kommen. Ich habe das jetzt mal sozusagen von meinem eigenen Blog, weil der URL ein bisschen leichter abzutippen ist, wer das jetzt schnell machen möchte. Das sind, glaube ich, 10 Fragen oder sowas in der Art, hat man in wenigen Minuten schnell durchgeklickt. Da geht es darum, wie setzt ihr eigentlich Hyper-V ein, sozusagen draußen im Feld. Das heißt, wie groß ist die Hyper-V-Umgebung, welche Funktionen werden am meisten genutzt, welche Funktionen sind am wichtigsten, in welche Richtung soll das Produkt sich weiterentwickeln. Also dort gerne aufgerufen, an dieser Umfrage teilzunehmen. Gibt zwar nichts zu gewinnen, außer sozusagen für uns alle, wenn dann sozusagen die Nachfolgeversion sich in die richtige Richtung weiterentwickelt. Da haben wir also dann Einfluss drauf. So, und drittes Community Update. In ungefähr 3 Wochen wird es eine MVP Virtual Conference geben. Die ist sozusagen ja, übers Web kostenlos verfügbar. Das sind Vorträge von hauptsächlich amerikanischen MVPs zur ja, mehr oder weniger ganzen Microsoft-Produktpalette kann man kostenlos dran teilnehmen. Auch hier noch kurz eine Webadresse dazu. Da oben steht sie, ist ja ruckzuck abgetippt. Ansonsten ne, bei der Suchmaschine eurer Wahl einfach nach MVP Virtual Conference gucken. Das verspricht also sehr interessant zu werden. Es ist eben eine Mail reingekommen vor 10 Minuten, dass es auch ein deutsches Event geben wird am 20. Mai, die wird MVP Fusion genannt werden. Na. Gerade vor 10 Minuten reingekommen, wenn du das. Ja, ich höre gerade aus der Regie, das ist auch eine deutsche MVP Fusion oder wie heißt das? MVP Fusion. MVP Fusion Konferenz ähnlicher Art geben wird. Also da ist noch einiges dann community-mäßig interessant. So, aber zurück zu dem eigentlichen Thema: Lieblingsfehler mit Hyper-V. Steigen wir da gleich mal ein. Ja, eine Sache, die ich, das war mir gar nicht bewusst, dass das gemacht wird, aber es scheint wirklich hier oder da in Best-Practice-Anleitungen zu stehen und das ist eine Geschichte, die ich persönlich sehr kritisch sehe. Habe ich unter anderem in einem Konzept von einem großen Dienstleister gefunden. Naja, okay, kann man machen. Die Idee ist folgende. Wie alle anderen Virtualisierer kann ja Hyper-V auch mit Snapshots umgehen, beziehungsweise die heißen da ja nicht mehr so, sondern die heißen da ja Checkpoints. Also die Möglichkeit, den Zustand einer virtuellen Maschine einzufrieren, um gegebenenfalls auf diesen Zustand wieder zurückzukommen. Und was dort offensichtlich der eine oder andere macht, wovon ich persönlich aber nicht viel halte, ist so etwas. Da wird als Speicherort für die Snapshots absichtlich ein nicht existenter Pfad eingetragen, was effektiv dafür sorgt, dass man zwar einen Checkpoint erzeugen möchte, Hyper-V wird daran aber scheitern. Und das bedeutet natürlich effektiv, es wird kein Snapshot angelegt. Kann man machen, wenn man ganz sicher gehen will, dass kein Snapshot angelegt wird, weil so ein Snapshot oder Checkpoint natürlich auch so seine Nachteile haben kann. Werde ich jetzt nicht tiefer einsteigen, aber ich erwähne nur kurz das Wort Active Directory an der Stelle. Für mich ist das ein sehr kruder Workaround um eine organisatorische Lücke. Wenn ich keine Snapshots oder Checkpoints einsetzen will, dann mache ich keine. Ja, da sozusagen absichtlich dann die VM-Konfiguration kaputt zu machen, finde ich sehr schwierig. Das hat natürlich auch einige direkte Nachteile. Man kann jetzt sagen, okay, kann ich ja machen und wenn dann doch mein Admin-Kollege mal irgendwie auf Snapshot klickt, ist doch super. Naja, das hat aber auch Nachteile. Man wird bei jedem Live-Migration-Vorgang einer solchen VM jedes Mal hässliche Fehlermeldungen kriegen und so. Also da rate ich eher von ab. Sicherlich jetzt kein High-End-Fehler, der die Umgebung kaputt macht, aber als Best Practice würde ich es ganz bestimmt nicht ansehen. So, nächster. Ja, das geht schon tatsächlich eher in die Richtung Lieblingsfehler. Nämlich die Frage, wie groß ist denn so eine VM?
Was brauche ich in der VM? Naja, klar, werden wir alle wissen, ich brauche vor allem die Core-4-Ressourcen, ich brauche CPU, RAM, Storage, Netzwerk, und da ist ja immer die Frage, wie viel gebe ich denn so einer VM? Und viele Administratoren, viele Kunden handhaben das eher so nach dem Motto, naja, stört ja nicht, ist ja alles virtuell, mal immer RIN, ne? Dann wird die VM schon ordentlich performen, ordentlich laufen. Ist nicht immer die beste Idee. Ein schönes Beispiel aus der realen Welt. Wer meinen SIM-Vortrag gesehen hat, kennt das jetzt schon, also es tut mir dann leid. Ich habe hier mal einen Screenshot einer realen Konfiguration von einem Kunden. Ich habe ein bisschen versucht, das zu anonymisieren. Dort sieht man eine sehr interessante Prozessorkonfiguration. Dieser virtuellen Maschine sind 24 virtuelle CPUs zugewiesen, die verteilt sind auf beide NUMA-Knoten, die sich wiederum auf beide Sockets verteilen. Fand ich erstmal mutig. Also das ist ein Exchange-Server gewesen, eine virtuelle Exchange-VM. 24 CPUs, was vermutet ihr, wie viele User dahinter standen für diese Exchange-VM? Ja, 30 waren es, ne? Also war schon eine richtige Enterprise-Umgebung. So, auf diesem Hyper-V-Host liefen noch zwei andere virtuelle Maschinen. Hier der Screenshot der zweiten. 24 V-CPUs und hier der Screenshot der dritten. Ja, oh Wunder, 24 V-CPUs. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, in dem Host muss ja ganz schön was drinstecken. Steckt auch. Zwei CPUs, A6 Cores mit Hyper-Threading aktiviert. So, das heißt, er hat mit Mühe und Not da diese 24 logischen CPUs rausgequetscht und hat die alle komplett, allen seinen drei virtuellen Maschinen. Wir wurden zu dem Kunden gerufen, weil seine Hyper-V-Umgebung nicht performte. Er konnte sich das nicht erklären. Er hatte doch da einen richtig gut ausgestatteten Host. Als wir das gesehen haben, konnten wir uns das sofort erklären. Ja? Er hat seinen VMs einfach überhaupt keine Luft zum Atmen gelassen. Vor allem hat er seinem Host keine Luft zum Atmen gelassen. Also immer RIN kostet ja nichts, ist nicht immer so die beste Strategie. So, ja, und dann eine Sache, die tatsächlich mir in den letzten Wochen und Monaten häufiger über den Weg gelaufen ist. Sobald ich Virtualisierung mache, kommt ja ein Cluster ins Blickfeld, ne? Weil wenn ich nur einen Einzelhost habe, da habe ich 10 VMs drauf, der Einzelhost fällt aus, blöd, habe ich 10 Server, die nicht laufen. Deshalb habe ich dann sehr schnell ein Cluster, und wenn ich ein Cluster habe, ist ja super, dann fällt ja nichts mehr aus. Sollte man meinen. So, auch das kann man aber falsch machen, und an der Stelle muss ich jetzt den ein oder anderen Admin oder Kunden da so ein bisschen in Schutz nehmen. Das wäre dann zum Beispiel sowas, wie ich hier jetzt mal darstelle, also in diesem Cluster, ist jetzt hier meine Lab-Umgebung, in diesem Cluster sind 4 virtuelle Maschinen, die ich jetzt hier im Failover Cluster Manager sehe. Sage ich dem Kunden, ja, Sie haben ja 4 virtuelle Maschinen. Sage ich, nein, da laufen 7 in meinem Cluster. Sage ich, nee, da laufen 4. Nein, ich habe 7. So, und dann macht er mir den Hyper-V-Manager auf und zeigt mir, ja, sind ja 7. So, das sind 7 VMs auf diesem Host. Aber das sind nicht 7 geclusterte VMs, sondern von diesen 7 VMs hat er tatsächlich nur 4 geclustert. Was ist passiert? Der hat irgendwann mal in seinem Cluster diese 4 virtuellen Maschinen angelegt, und dann hat er weitere angelegt, die hat er aber nicht über den Cluster Manager angelegt, sondern die hat er über den Hyper-V Manager angelegt, und dann sind das keine geclusterten VMs, auch wenn die auf dem Cluster Node laufen und auch wenn deren Storage unter C Cluster Storage läuft, sind das noch lange keine geclusterten VMs. Ja, das ist ein Fehler, den ich tatsächlich relativ häufig sehe. Das ist eine direkte Folge aus dem ungünstigen Umstand, dass wir es mit Bordmitteln bei Hyper-V immer mit 2 Tools zu tun haben. Eins ist der Hyper-V-Manager, mit dem kann ich meine Hyper-V-Umgebung verwalten und meine VMs sozusagen auf Host-Ebene. Das andere ist der Cluster-Manager. Wenn ich clustern will, muss ich mit dem Cluster-Manager arbeiten. Dummerweise kann ich über den Cluster-Manager aber nicht alles machen. Ich muss immer mal wieder mit dem Hyper-V-Manager und so. Und wie man sieht, kommen Kunden damit auch immer wieder häufig durcheinander. Um das schnell festzustellen, ob man dieses Problem hat, habe ich mal ein kleines PowerShell-Skript entwickelt. Besteht eigentlich nur aus 2 Kommandos, nämlich getVM und dann zeige mir bitte mal alle VM-Namen, und es gibt ein Attribut in der PowerShell für jede VM, das heißt, ist clustered. Ist diese VM geclustert oder nicht? So, und dann sehe ich hier sehr schnell,
Immer wenn hier false steht, ist die VM nicht geclustert. Das gehört mittlerweile bei den Kunden, wo ich neu hinkomme, wo ich mir die Hyper-V-Umgebung angucke, zu einer der ersten Dinge, die ich mir anschaue, gibt es dort unter Umständen VMs, von denen der Kunde zwar glaubt, sie seien geclustert, die in Wirklichkeit aber nicht geclustert sind. Ja? Also auch das eine Sache, die ich in der letzten Zeit sehr häufig sehe. Sagen wir mal, es gibt die Anforderung an den Hersteller, ob man da nicht vielleicht ein bisschen durch einen geschickteren Aufbau der Verwaltungstools dieses Problem etwas eindämmen könnte. Ob da was draus wird, wird man sehen. Ist noch nicht so absehbar. Ja, bitte. Hier geht es aber nur um die Erkennung, dass der Kunde nicht weiß, dass es VM. Richtig. Weil wir haben ab und zu in den Projekten wirklich VMs lokal drauf, gerade die, die mit deiner ehemaligen Core-Kompetenz zu tun haben, nämlich einer D-Kontrolle. Ja. Nicht geclustert lokal auf Platten. Ja, man kann sowas natürlich machen, wenn man weiß und wenn man es absichtlich macht, dann kann das auch sinnvoll sein. Nur in den Umgebungen, wo ich es festgestellt habe, waren die Kunden der Meinung, sie hätten ihre VMs geclustert. So, und wir haben es auch durchaus schon gehabt, ne, dass dann ein Clusterknoten mal ausgefallen ist und dummerweise ein paar von den VMs sind nicht wieder hochgekommen. Da muss ja der Cluster kaputt sein. Nee, ist er nicht. Nur die VMs, da hat sich der Cluster einfach gar nicht für zuständig gefühlt, weil ich ihm das ja auch nicht gesagt habe. Ne? Also hier nochmal dieses komplexe PowerShell-Skript. So, in eine ähnliche Richtung geht ein weiteres Problem. Das hat auch mit genau derselben Aufteilung in Verwaltungsprogramme zu tun. Nämlich die Frage, was sind denn das eigentlich für VMs? Wie identifiziere ich die? Wo finde ich denn die? Eigentlich dasselbe Problem, andere Auswirkungen. Ich habe hier in meinem Cluster 4 VMs. Eine heißt Ubuntu. Eine heißt Exchange 2003. So, und dann gucke ich jetzt hier mal in meinen Hyper-V-Manager. So, da finde ich die VM namens Ubuntu. Aber wo ist denn jetzt meine Exchange 2003 VM? Aber die war doch gerade noch da. Wahrscheinlich die 2003. Die ist auch noch da. Und da haben wir ein zweites Problem mit diesen beiden Tools. Im Hyper-V-Manager sehe ich den VM-Namen. Im Failover-Cluster-Manager sehe ich den Namen der Cluster-Ressource. Die sind standardmäßig schon gleich. Ja, es kommt aber durchaus vor, dass jemand auf die Idee kommt, hier unter Eigenschaften das Objekt umzubenennen. Damit benenne ich die Cluster-Ressource um. Damit benenne ich aber nicht die VM um. Und da wird es dann irgendwann relativ schwierig, mit irgendwelchen Management-Tools oder sonst wie ja, festzustellen, wo bin ich denn. Dafür habe ich mir ein zweites komplexes, ja, das ist tatsächlich ein bisschen komplexer, aber einfach nur, weil das Kommando ein bisschen länger ist. Auch das lässt sich mit der PowerShell sehr schnell rausfinden. Get Cluster Resource und gib mir bitte für alle aus, die den Typ Virtual Machine haben, die Owner Group, das ist die Cluster Ressource, und den Namen. Und da kann ich dann auch dieses Problem relativ schnell aufdecken und bekomme hier die Information zurück. Aha, das, was hier Exchange 2003 heißt, ist in Wirklichkeit meine virtuelle Maschine W2003. Auch so ein kleines Detail, das aber tatsächlich in der Praxis dazu führt, dass man dann gar nicht so richtig weiß, was ist denn nun. Und wenn man irgendwelches Management betreibt, dann auch relativ schwierig zuzuordnen ist. So, hier auch nochmal dieses komplexe Skript. Das stelle ich natürlich hinterher auch noch zur Verfügung. Ja, dann die Kategorie, das ist wirklich eher Lieblingsfehler. Das habe ich jetzt auch nicht sozusagen nachgebaut, um es richtig zu zeigen. Das ist mehr so, verbindet diese Hyper-V-Frage nochmal mit der Frage nach Storage und mit der Frage nach Netzwerk. Nämlich die Frage, wie binde ich denn hier mein Netzwerk überhaupt an? Was ich insbesondere in kleineren Umgebungen immer wieder feststelle, ist, dass die verschiedenen Netzwerke, die ich insbesondere in einem Hyper-V-Cluster-System benötige, häufig nicht sauber voneinander getrennt sind, sondern dass man hier mehr oder weniger sagt, ich habe hier auf meiner Host-Ebene ein Netzwerk angebunden
und darüber stelle ich alle Netzwerkverbindungen her. Das wird in einer kleinen oder in einer Laborumgebung erstmal auch eine ganze Weile funktionieren, wird man nichts großartig dran merken. Das Problem oder ein Teil des Problems besteht hier, wenn insbesondere der Storage-Verkehr nicht vom Rest des Netzwerks getrennt ist. Sehen wir leider tatsächlich immer wieder, ausschließlich in Umgebungen, wo iSCSI mit dem Storage gesprochen wird, dass das alles über dasselbe Netzwerk läuft. Ja, und das ist natürlich schwierig, weil eine Storage-Anbindung ist keine normale Netzwerkanbindung. Storage geht eigentlich davon aus, wir sprechen SCSI, wir haben da eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wir haben dort minimale Latenzen und so weiter. Und bei einer normalen Netzwerkverbindung können die Latenzen schon mal sehr groß werden, wenn viel im Netzwerk los ist. Also was ich hier natürlich benötige, ist eine saubere Netzwerktrennung. Darauf sollte man also hier besonders achten, dass ich dort tatsächlich physisch getrennte Netzwerke habe und dass auch die IP-Konfiguration getrennt ist, also mit separaten Subnets arbeitet. Und selbstverständlich sollte ich hier in meinem iSCSI-Netzwerk auch alles andere vermeiden, was hier irgendwie dazwischen gehen könnte. Natürlich habe ich im iSCSI-Netzwerk kein Routing, natürlich habe ich dort keine anderen Dienste laufen. Das sehen wir also immer wieder, dass Umgebungen Probleme machen, wenn das nicht sauber getrennt ist. Beziehungsweise in Umgebungen, in denen Probleme sind, sehen wir sehr häufig, dass diese Trennung einfach nicht vorhanden ist. Also das ist tatsächlich die Kategorie Lieblingsfehler, die relativ häufig auftritt. So, was habe ich noch mitgebracht? Ach so, genau. Dann habe ich noch einen Fall mitgebracht, wurde hier oder da auch heute schon mal erwähnt. Der lag ein bisschen komplexer, stellte sich dann allerdings hinterher auch als durchaus typischer, häufiger Fehler heraus, aber eher von der Kategorie, das muss man dann auch schon wissen, um es vermeiden zu können. Rief nämlich ein Kunde bei mir an und sagte, wir haben eine Hyper-V-Umgebung, sind wir auch eigentlich ganz glücklich mit, nur sind wir jetzt auf die Idee gekommen, wir hatten eine File-Server-VM, eine ältere, und wir wollten eine neue File-Server-VM aufbauen und dann sozusagen die Files von unserem alten virtuellen File-Server auf die neue virtuelle Festplatte umkopieren. Ging auch alles ganz gut. Das war ein Hyper-V-Cluster angebunden an einen iSCSI-SAN. Müsste jetzt an dieser Stelle aber gar nicht mal unbedingt diese Konstellation sein. Hersteller tut auch an der Stelle gar nicht erstmal so viel zur Sache. Die haben also die Inhalte ihrer alten VM in die neue VM kopiert, sozusagen über den Explorer in der VM, von der alten VHDX-Datei in eine neue VHDX-Datei. Sah auch alles ganz gut aus, hat auch eine Weile gedauert, und als es irgendwann fertig war, haben sie dann festgestellt, die User beschweren sich, die Dateien sind irgendwie kaputt, da ist nichts drin. Haben sie hingeguckt, die Dateien sind da, die Dateien haben auch die richtige Größe. Haben die Dateien aufgemacht, haben festgestellt, 0 Bytes drin, zeigten aber die normale Größe an. Schwierig. Ja, haben dann eine ganze Zeit selber rumexperimentiert und geschaut. Die haben das auch sehr gut gemacht mit dem Experimentieren. Also sie haben wirklich sehr umfangreiche Testreihen gemacht. Haben nochmal gesagt, okay, dann nochmal irgendwie Downtime, wir kopieren es nochmal alles. Ja, richtig aufwendig kopiert und gemonitort und protokolliert und ganz systematisch vorgegangen und festgestellt, nee, die Probleme treten immer wieder auf. Nicht alle Dateien, sondern einzelne von diesen Dateien. Das waren so 20% der Dateien, die dieses Problem hatten, die kamen nicht richtig auf der anderen Seite ein. Haben dann auch Microsoft Professional Services eingebunden. Die haben gesagt, haben sich damit beschäftigt, haben dann gesagt, naja, also zwei Fehler könnten es hier sein. Die alte VHDX-Datei und die neue VHDX-Datei lagen dort auf unterschiedlichen CSVs. Machen Sie das mal nicht. Legen Sie die mal immer auf selbe CSV. Na, gut, okay. Hat noch nicht so richtig viel gebracht und dann haben sie zwischendurch mal versucht, die neue VHDX-Datei nicht über das Virtual SCSI an die VM anzubinden, sondern über Virtual IDE. Nochmal alles durchlaufen lassen, ging. Problem nicht wieder aufgetreten. Sondern sagt der Microsoft Support, ja, dann hängen Sie doch Ihre VHDX-Dateien künftig alle an Virtual IDE, dann ist das Problem weg. Nö. So. Naja, wir haben uns das Problem dann auch nochmal angeschaut und sind dann auf die Idee gekommen, einen typischen Trick sozusagen, also die Kategorie muss man wissen, wir haben nämlich ODX und Trim abgeschaltet. ODX ist Feature Offline Data Transfer, das heißt, die VM
hat die Daten gar nicht kopiert oder glaubte sie zumindest, sondern sie hat dem Storage-System gesagt, so, es gibt da eine größere Menge Daten zu kopieren von X nach Y, mach das mal, liebes Storage-System. Das ist ODX. Ja, das machen andere Virtualisierer auch, bei denen heißt es ein bisschen anders. In unserer Welt heißt es eben ODX. Das heißt, eigentlich eine gute Idee, die Daten sollen vom Storage von hier nach da auf demselben Storage kopiert werden. Warum soll das alles über den Explorer gehen und über Hyper-V? Dann soll das Storage das doch machen. Das Problem ist, ODX, wie so viele andere komplexe Features, funktioniert nur, wenn der ganze Stack das auch von vorne bis hinten mitmacht. Wie sich hier herausgestellt hat, war das bei dem Stack nicht gegeben. Ja? Zusätzlich noch das Problem Trim, das auch in, sagen wir mal, Storage- und Virtualisierungsumgebung immer mal wieder so eine Fehlerquelle war, ist, beides haben wir abgeschaltet, dann hat der Kunde sein ganzes Testverfahren nochmal durchgelaufen und hat festgestellt, also hat die VHDX-Dateien wieder so, wie man es eigentlich macht, über Virtual SCSI angebunden und nicht über Virtual IDE, und das Problem war weg. Na, also ist sehr wahrscheinlich, wird es an dem einen oder anderen gelegen haben. Wir haben vorsichtshalber beides abgeschaltet, weil wir an der Stelle einfach sowieso einen Reboot gebraucht haben. Haben wir gesagt, dann schalten wir beides ab. Und das Problem war weg. Also auch das ist die Kategorie, muss man wissen. Trifft man immer wieder an solche Fehlerkonstellationen, muss man wissen. Deshalb hier an der Stelle deutlich darauf hingewiesen. Und vielleicht noch mal kurz zur Ehrenrettung des Microsoft-Supports, warum die auf diese Idee mit dem Virtual IDE gekommen sind. Wie sich nach etwas weiterem Nachforschen herausstellte, also es ging dann, wie sich nach etwas weiterem Forschen herausstellte, wenn eine VHDX-Datei über Virtual IDE angeschlossen ist, dann wird ODX gar nicht angesprochen. Das heißt, das hat an dieser Stelle durchaus das Problem umgangen, aber sozusagen auf einem etwas ungünstigen Weg. Also von daher war diese Idee des Microsoft Support schon nicht verkehrt, aber sozusagen auch nicht so richtig an der Wurzel angesetzt. Ja? Also wenn man mal auf solche Probleme stößt, ODX und Trim, das ist so einer der Punkte, wo man zumindest mal experimentieren sollte, ob es dadurch sich lösen lässt. Also auf Host-Seite? Ja, genau, auf der Host-Ebene. Ich habe ein paar Systeme mal gesehen, wo der Storage-Hersteller auf die Idee kam, beim Firmware-Update einfach einzuschalten, aber kam es nicht richtig. Ja. Und dann was Ja. Das einzige Problem bei Hyper-V, diese Features sind standardmäßig an. Ja, genau, das ist eben... Gut gemeint sozusagen, man hat standardmäßig aktiviert. Wir hatten vor 10 Jahren schon mal sowas Ähnliches, damals mit neuen Netzwerkfeatures. Das war damals das Scalable Networking Pack, das Microsoft einfach aktiviert hat in der Erwartung, dass die Netzwerktreiber schon so weit sind. Wie sich herausstellte, waren die mitnichten so weit. Das hat damals zu vergleichbaren Problemsituationen geführt. Hat dann leider dazu geführt, dass es dann sehr, sehr lange als Best Practice galt, die Features abzuschalten. Vermutlich werden wir mit ODX und Trim dasselbe Problem haben. Das wird jetzt sehr lange als Best Practice gelten, das abzuschalten, auch wenn die Treiber dann irgendwann soweit sind. Man verschenkt dann irgendwann Performance. Ne? So. Dann ist es wahrscheinlich besser, das abzuschalten. Ja. Ja. Also bei dem Kunden war es ärgerlich, aber es sind nicht real Daten verloren gegangen, denn es ging ja um Datenkopien. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, das wären vielleicht die einzigen Daten gewesen, die dann plötzlich null, das wäre doof gewesen. Ja, ne? Kopieren und die VHDX dann weggeschmissen. Ja, sowas in der Art. Das wird ja auch bei der Storage-Leitung-Operation Inhalt ändern. Ja. Dann sind deine Daten wirklich weg. Ja, genau. Ja. So, das einfach als kleines Blitzlicht auf verschiedene Problemchen, die wir so festgestellt haben. Fragen, Anmerkungen sonst noch dazu? Das Letzte bringt mich auf den Gedanken, gerade was ich bei einem Kunden, gerade mit einem Case bei Microsoft habe, wo Anmeldungen fehlschlagen, wo letztendlich auch das Default-Profil kopiert wird in ein neues und da während des Kopierprozesses dann Dateien verschwunden sind. Möglicherweise mal nachgucken. Möglicherweise mal nachgucken. Das Weiß, das Sie dargestellt haben, gilt genauso für Firewatch. Ja, für jedes. Genau. Ja, von daher habe ich mir jetzt auch gespart, da jetzt konkrete Hersteller zu nennen, weil das ist sozusagen, hätte vielleicht auch mit der nächsten Firmware-Version oder der nächsten Treiber-Version wäre es weg gewesen oder so, ne, von daher. Okay, dann bis hierher vielen Dank und noch viel Spaß. Danke.